Willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin Randomizer Chain Amorok, der letzten Folge hier in der Pokémon Liga. Es ist noch kein einziger Part hochgeladen von uns. Und wir sind schon einfach fertig. Ich bin das Bladius. Bladi und bei dabei. Wir hatten in der Liga fast null Probleme, muss ich sagen. Deswegen bin ich gespannt, was Troy so zu bieten hat. Glaubt ihr, der wird uns da fetzen jetzt? Nein. Da wird es auf jeden Fall noch guten Stoff geben. Hoffe ich zumindest. Er hat ja das Ohr doch auf Doom gehabt. Zwischenzeitlich mal. Deswegen bin ich gespannt, was er jetzt anstattet. Ich finde das auf jeden Fall sehr fragwürdig, dass wir da mit einem einzigen Pokémon Stoff gemacht haben die ganze Zeit. Das finde ich auch sehr fragwürdig, wenn ich ehrlich bin. Aber finde ich gut, auch teilweise. Hat was. Hat was, Leute. Die Attacken, die man da bekommt, das ist einfach viel zu heftig. Ja, Mann, Alter. Let's go, komm, Alter, gib ihm! Go, go, Power Ranger! Jetzt, Alter, jetzt geht's ab. Letzter Countdown hier, einer Countdown, ein Champ der Pokémon-Liga wird gesiegt hier. Oh, fuck. Defy the Legends. Er kommt anstatt mit Lapras! Oh, der ist cool. It's time to take on this fight with the mighty Troy! Lapras hat echt ein gutes Pokémon. Scales. Da würde ich vielleicht sogar erstmal für den Tamschwall gehen und dann versuchen halt auf... Oh damn, der Schutzstachel, Alter. Du wirst so hart auf die Fresse bekommen, hab ich schon ein Gefühl. Ich hoffe es. Nein, das war Obst, aber... Ich finde, der wird das auf jeden Fall verdienen, ne? Das geht nicht da mit seinem Entoron, dass er damit durchkommt. Das kann einfach nicht sein. Durch da. Zubat. Er hat einfach Zubat, Alter. Er hat Zubat. Nee, was du Problem ist, er hat H2 Obst, aber... Er hat H2 Obst, aber müssen wir uns was anderes für überlegen lassen. Super Soka. Lunastein, ja, genauso geil. Also sein Lapras müssen wir irgendwie ausnehmen, Alter. Das hat A2O-Absorber, das könnte ekelhaft werden für unser Bladi. Zugoi-Stein. Jo, Alter, das überlebt einfach. Dampfwalze. Ikise. Mina. Nakama. Raus mit dir, mein Freund! Ja, das war's für ihn. Gib ihm den Stoff. Bei Lapras, auf was wechseln wir da am besten? Groudon. Brechen, dass du auf Wechsel spielst. Auf was wechseln wir denn da am besten? Hooper! Boah, er hat einen Hooper! Wahrscheinlich anbaut noch. Ja, er hat anbaut, Hooper! Geil! Alter, krass! Gib ihm die Schemenkraft des bösen Meisters. Zu flexibel, Alter. Gib ihm ein paar Schellen, Mann! Ah, Volltreffer. Hat er jetzt 6 Schellen raus, weil er 6 Hände hat, Alter? Ist ja krass gewesen. Mann, warum hast du keine Schemenkraft? Ich bin enttäuscht. Warum ich das nicht mache? Ach, schade. Dampfwalze! Dampfschwall, nicht Dampfwalze. Duplexib. Der versteift sich jetzt noch, aber Duplexib, die perfekte Attacke für den eigentlich. Das ist die perfekte Attacke. Die Kopfschelle. Alter, der kriegt ja keinen Damage, Alter. So muss das sein, das ist der fucking Champion. Wenn das keine Herausforderung wäre, dann wäre ich enttäuscht. Jo, Alter, das sieht aber auch krank aus, ey. Ja, Mann. Wieder über fucking Boss. Junge, hast du keine anderen Attacken? Dem Herrn, er fällt wohl nichts anderes mein hier, ne? War noch, ich will jetzt nicht die ganzen Dings. Oh, Irrlicht. Das ist die perfekte Schelle. Einmal Darmschwell, vielleicht haben wir jetzt ihn nochmal auch hier. Bisschen Feuer ohne. Oh, warte, er ruft ihn zurück. Das heißt, er wird wahrscheinlich für Lapras gehen. Und dann haben wir am Arsch. Ja, scheiße, Mann. Das sind wir richtig am Arsch jetzt gerade. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Er verliert. Das gefällt mir. Was? Oh, hab ich das laut gesagt? Das ist doch mal fein zur Unterhaltung, Freunde. Wie machen wir das am besten? Auf was wechseln wir gleich wegen Lapras? Weil wir können ja nicht drin bleiben. Wir könnten zwar auf Blizzard gehen, aber das wird ja auch nichts bringen. Ey, du kannst du nichts wechseln, wenn du nichts trainiert hast. Könnte ich mal wechseln. Du bist einfach gearscht. Das ist ein Argument. Können wir zu Schwimmerer gehen? Wir droppen jetzt so lange die Def, Alter. Abgangs. Nee, ich doch gerade sagen, das ist das Abgangsbund. The fuck? Ich dachte gerade schon, hä? Hooper kommt wieder rein. Hooper des Zerstörers. Hör dich, werden wir ab, geil.
Blake haut ihn jetzt schon mal in den gelben Bereich rein, das heißt, wir ziehen jetzt das Doppelte ab. Er wird zurück. Nein, Alter, jetzt. Nein, nee! Was macht denn das Setup ab hier, Alter? Das gefällt mir gar nicht. Mann, du bist so ein Hund, weißt du das? Jetzt haut er richtig raus, ne? Mit den Tactics. Alter! So soll das sein. Er ist verzweifelt, der Boy. So muss das sein, Freunde. Die Zuschauer, ich find's so krass, dass er jetzt richtig raushaut, Alter. Feenbrise. Immer wenn wir ihn droppen, die Defense, wechselt er wieder, ne? The breeze feels so good. Yo! Nice Volltreffer. Der gönnt sich hart, Alter, mit dem Volltreffer, ey. Schutzstacheln, ja, gönn. Gönn dir. Gönn dir, Mann, Zertrümmerer! Und dann nochmal schön die Fenster und dann ist er im nächsten Turn down, Alter, oder? Nee, Mann. Alter, dieses Labras hat ja nur den größten Rotz. Das kann ja nicht mal angreifen, Alter. Was mit ihm, Alter? Wollen wir vielleicht hier hingehen? Lass da mal noch ein paar Attacken drauf. Gehen wir für ihn einfach. Gehen wir für den V-Generator. Der Paar hat irgendwas geschickt, aber ich kann es gerade nicht. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. V-Generator, Boys! Komm, wenn das Ding killt, Alter, das wäre krass, aber ich glaube nicht, dass es killen wird. Es war 280 Damage, aber das Ding ist wahrscheinlich tanky as fuck. Es killt, geil! Nice. Das heißt, der ist hier weg. Und Lapras, den Bengel, haben wir jetzt gleich mit. Was ist der neue Draco-Meteor, oder? Komm, wir gehen jetzt all in mit Holy, Alter! Gib ihm. Der Typ. Du lachst, Alter, du lachst. Ich sag's dir, Holy wird's jetzt reißen. Okay, vielleicht nicht so, ja. Kein Ding. Senk ruhig den normalen Angriff runter damit. Wenn das Ding jetzt killt, ne? Ich liebe dich, Holy. Er kommt zurück. Der macht's echt spannend, ne? Kubanium? Wow, nice. Da hat er sein Stahl-Signature, ne? Hat er noch bekommen. Ist echt so, ne? Ich warte immer noch auf Ort. Das ist voll gut zu Troy eigentlich. Ja, das bringt jetzt gar nichts. Der hat sich sowas geoutplayed, Junge. Was geht da denn ab? Ja. Fruchtschlag, Mann, Alter. Fällt ab, als ob. Er hätte Teleport einsetzen wollen. Als ob der jetzt den Wuchtschlag bekommt. Komi. Ins Gesicht. Bringt nichts. Bringt nichts, komm. In your face. Bringt nichts, komm. Wuchtschlag! Der kommt damit durch, Alter. Bäm, Alter! Letztens trifft er mit 7-mal Donner nicht und jetzt Wuchtschlag, safe. So, dann heilen wir nochmal kurz auf, wenn wir hier rüben sind. Vielleicht trifft er sich mit der Verwirrung noch selber, das wäre ziemlich geil. Ich würde mich nicht drauf verlassen, Diggi. Nice one. Heal draufhalten. Was machen wir jetzt am besten? Du musst siegen. Armstoß. Alter. Armstoß. Bringt da gar nichts, ey. Warum hat er nicht mal so viele Angriffe auf einmal, Alter? Warum ist dieses Enteron so unfucking besiegbar? Was hast du mit dem Vieh gemacht? Arbeitslager. Bootcamp. Komm, wie viel kriegen wir Freeze noch oder sowas? Ah, Mann, ich hab nie einen Freeze bekommen mit dem Scheißteil. Ja, Wayne. Komm, gib dir nochmal einen schönen Hit selber. Perfekt, dann bist du jetzt weg, Alter. Oder? Ja, Mann, Alter, gib ihm! Rasiert, Leute, safe. Es kommt nur noch sein, wenn er aber auch keine spannenden Attacken anzubieten. Aber er hatte zwei Legis, Alter. Das ist schon krass.
Ist das jetzt dein letztes Pokémon? Nee, ne? Lapras. Vorletztes. Vorletztes. Schutzschild. Nee, Schutzstachel, da kannst du jetzt safe reinstechen. Oh mein Gott, hat sich selbst verletzt. Er wird wahrscheinlich jetzt heilen. Der hat wahrscheinlich eine sehr stachelige Schale. Auf diesem Lapras kann man also safe nicht zum Himmelsturm reisen. Ja, und der switcht jetzt wieder, oder was? Er senkt den Angriff und switcht dann, ne? Ja. Aber auf was? Absol. LOL? Lali, wir müssen zum Zeitturm, um die Zahnräder der Zeit zusammen zu zerstören. Er hat abonniert! Ich glaube, das ist gescriptet, also kannst du mir nicht mehr sagen, dass es nicht gescriptet ist. Das ist gescriptet, dass die Megasteine haben, Alter, ohne Scheiß. Level 59. Der geht einfach durch. Oh mein fucking Gott. Und er macht einen Wangenrubbler. Ist 100% Para. Ja, aber juckt nicht, Alter. Wir kriegen das jetzt durchgeballert. Komm, let's go! Der überholt dich. Schockwelle. Yo! Yo! Alter, nichts kriegt ihn down! Nichts kriegt ihn down! Junge! Alter, der hätte fast auf die Fresse bekommen und dann hätte er in die Röhre geguckt, ne? Ja. Verdammte Kacke. Alter, der Bladi hält alles aus, Leute. Das ist unglaublich. Unser MVP des ganzen Spiels hier. Ich hätte gedacht, dass wir das Spiel mit Endoren machen. Ja, das ist echt unglaublich. Wir hatten am Anfang so viele Mann. Das zweite Pokémon, was wir gefangen haben, Alter. Seit dem zweiten Part verfolgt uns das. Ja, also lernen wir daraus, also Omega Rubin ist irgendwie viel zu einfach. Du kannst ja alles skippen und trotzdem easy machen. mit Endoron, Alter. Liegt daran, dass die Spiele zu einfach geworden sind. Ne? Wenn du die ersten Generationen randomizest, dann ist das viel schwerer. Ja, und wir haben ja natürlich den EP-Teiler vergewaltigt. Ich werde bei mir in X und Y so machen, dass ich den EP-Teiler nicht benutze. Gerade bei X und Y ist es noch schlimmer mit der Levelkurve, wenn du den benutzt. Und das macht dann wirklich gar keinen Spaß mehr. Also bei mir safe, no Pokémon Center Challenge ohne fucking EP-Teiler. Ey, das war einfach viel zu easy hier. Aber guck mal, wir sind ja gar nicht mal richtig hoch gelevelt. Wir sind ja eigentlich noch Mittellevel, Normallevel mit ihm. Aber wir haben ja halt auch fast gar nicht trainiert richtig, ne? Wir sind ja durchgerusht. Okay, wenn du es genau nimmst. Nee, mit dem EP-Teiler kriegt ja jeder 100%, ne? Das ist es ja. Also Enteron wäre ja nicht stärker ohne EP-Teiler. Die anderen profitieren halt nur davon, ne? Ja. Ja, früher war es halt so mit einem EP-Teiler, war es wirklich ein Teiler, weil du die XP untereinander aufgeteilt hast. In dem Spiel ist es aber, ja, wir kriegen auch XP in den Arsch gesteckt. Und das ganze Team. Jo, Bladi, kann man das so stehen lassen, was ich geschickt hab? Ich weiß nicht, das muss man auch austesten mit dem Gameplay selber. So kann ich das noch nicht sagen. Alter, Feenbrise, ich glaub's nicht. Das ist Mono Wasser, das ist nicht Wassereis, oder? Wassereis. Wassereis. Das Lapras. Alter, dann rein da. Rein da, sagt er. Gib ihm volle Karte mit Burn, Alter! Das Vieh möchte aber auch nicht sterben, ne? Was ist das denn? Kenn ich ja gar nicht. Okay, interessant. Oh, Alter. Was? Energiediskus? Feuerfeger. Feuerfeger, was hast du denn für Attacken auf dem Vieh alles? Inferno, V-Generator, Fege-Snickers. Feuer-Snickers. Ja, down. Ja, war's. Alter. Ich hätte auch so einfach gehen können, ey. Nicht von Anfang an machen müssen. Der hat doch gemogelt, der Typ. Der hat safe gemogelt. Leute, das war's. Du hast auch safe gecheatet mit dem Enteron, ne? Der muss gecheatet haben, Leute. Das hat ja viel zu viel physische Abwehr, das geht ja gar nicht. Das ist unglaublich gewesen, das Teil. Alter. Das hat einfach alles ausgehalten, Alter. Bis alles, auf den letzten mickrigen Erfahrungsball, bis auf den letzten mickrigen HP, Alter. Das war's, Alter. Leider muss ich sagen, dass die... Shane Moonlock an sich nicht so spannend war. Das Problem war einfach, wir haben am Anfang so
viele geilen Stuff gehabt, der uns einfach, naja, weggegangen ist, so gesehen. Sie wären am Ende wahrscheinlich noch viel spannender gewesen, hätten wir diesen geilen Stuff behalten können, hätten wir es aushalten können, aber wir sind halt damit Enteron halt so krass durchgepusht dann, weil wir nichts anderes haben konnten. Das war halt echt ein bisschen Pokémon blöd. Platin war ein viel besseres Spiel für so eine J-Monolog, weil es einfach viel schwerer ist. Ja, wir haben daraus gelernt, das ist das Geld dafür. Ja, und hier, das hier ist, das ist ein easy Solo-Run einfach und deswegen war die Herausforderung nicht so krass in, mit der J-Monolog. Ja. Nee, also das hier war echt gar nichts, also das war echt low, muss man sagen. Ja, bei Pokémon, wie gesagt, ihr könnt gerne in Pokémon Platin reinschauen, da, das war ein ultra spannendes Projekt, wir haben da so, wir mussten da alles geben. Ja gut, ja das war's für das Projekt, Leute, wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall noch bei Bloody und Pie vorbei, ich glaube die Credits müssen wir jetzt nicht mehr mit einblenden, war auf jeden Fall ganz lustig, muss ich sagen, wir haben es jetzt in einem Tag, in unter 24 Stunden durchgezogen. Ja. Das wenn man dann krank, nicht müde bin und pennen will oder wenn ich gerade erst aufgestanden bin. Ja, also. Deswegen war ich jetzt nicht mehr so topfit zum Ende hin. Hat man, glaube ich, auch gemerkt, aber ja, gib ihm. Gib ihm, ja. Wir haben es geschafft. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut auf jeden Fall bei den beiden Jungs da vorbei. Bis dann und ciao. Ciao, tschüss, Leute.